Heute besuchen wir Kotzenau in Schlesien. Einen Film über Großkotzenau habe ich bereits ins Netz gestellt. Wie die Blochplankarte zeigt, liegt Kotzenau westlich von Lüben. Ich wünsche gute Unterhaltung. Dieser Kartenausschnitt ist einer alten deutschen Karte entnommen, aus dem Homepage von Kotzenau. Diese Satellitenaufnahme zeigt noch einmal das gleiche Gebiet um Kotzenau aus der Vogelperspektive. Heute beschäftigen wir uns ausschließlich mit Kotzenau und nicht mit Großkotzenau. Und nun beginnt der Drohnenfilm von Wojtek Jaworski aus dem Jahr 2024. Kotzenau gehörte von Anfang an zum Herzogtum Liegnitz. Erstmals urkundlich erwähnt wurde es mit Nikolaus de Kossenow am 9. Juli 1284. Nach dem Tode des Herzogs Heinrich V. 1296 erreichte Herzog Bulko I. als Vormund der Söhne Heinrichs V. die Rückgabe des nach 1290 von Herzog Heinrich III. Von Glogau besetzten Gebietes um Hainau an das Herzogtum Liegnitz. 1297 ließ Herzog Bulko I. eine Burg in Kotzenau errichten. Die Existenz einer Kapelle kann erstmals für 1487 belegt werden. 1507 gelang es an Georg von Schellendorf. 1518 wurde es von Christoph Skop von Kotzenau erworben. 1580 gehörte es dem Hans von Soran. 1584 dem Jakob von Schöneich, 1587 den Herren von Nostitz und 1613 dem Alexander von Stosch. Im Mittelpunkt des Bildes sehen wir die Josefkirche und ein Bild dieser Kirche wird jetzt gleich eingeblendet. Außerdem wird eine alte Fliegeraufnahme des gesamten Gebietes eingeblendet. Vorrangig wollen wir uns in diesem Film mit dem Schloss Kotzenau beschäftigen. Die Informationen darüber sind dem eingeblendeten Buch von Arne Franke entnommen, mit dem Titel Kleine Kulturgeschichte der schlesischen Schlösser. In diesem Buch ist viel Interessantes über die Geschichte der schlesischen Schlösser zu lesen. Die eingeblendete Fliegeraufnahme zeigt, wie es rund um das Kotzenauer Schloss ausgesehen hat, als die Schlesier noch in ihrer Heimat waren. Im Buch von Arne Franke lesen wir über das Kotzenauer Schloss. Das zweigeschossige, auf fast quadratischem Grundriss errichtete Gebäude umschließt mit seinen vier Flügeln einen kleinen Arkadenhof. Die Hauptfront wird durch einen Risalit mit Attikageschoss und darüber liegender Aussichtsplattform akzentuiert. Hinter dem von Doppelsäulen getragenen Altan öffnet sich das repräsentative Haupttreppenhaus mit zweiarmigen Treppenläufen. Die Fassaden werden durch Kolossalpilaster und reich stuckierte Fensterbekrönungen gegliedert.
Hinter der zentral gelegenen Eingangshalle erhebt sich ein quadratischer, wohl auf die mittelalterliche Burganlage zurückgehender Turm mit zweistöckiger Laterne. An der östlichen Gartenfassade führt eine dreiläufige, einst von Steinbalustraden mit Figuren und Vasenschmuck gesäumte Treppenanlage von einem zweigeschossigen, offenen Treppenhausrisalit in den Garten hinunter. Der eingeblendete Grundriss des Erdgeschosses, eine Tuschezeichnung von F. Focke um 1940 und der Innenhof des Schlosses von 1936 sind dem Buch von Arne Franke entnommen. 1766 ging der Besitz an die Burggrafen zu Donau-Schlodien über, die bis 1945 Eigentümer blieben. Unmittelbar nach Kriegsende wurde das Schloss geplündert und durch einen Brand stark beschädigt. Um weitere Schäden zu verhindern, stellte man 1949 auf Betreiben des zuständigen Konservators hin einen Hausmeister ein, der in dem 1956 unter Denkmalschutz gestellten Schloss wohnte. Erste Sicherungs- und Renovierungsarbeiten im zunehmend verfallenden Gebäude erfolgten zwischen 1959 und 1966. Seit 1997 ist das Schloss im Privatbesitz, wobei inzwischen das Dach erneuert und der markante Turmaufsatz renoviert wurde. Vor einigen Jahren wurden jedoch die Arbeiten weitgehend eingestellt. Im Inneren sind unter anderem Reste des repräsentativen Treppenaufgangs und im Festsaal Teile der Wanddekoration sowie einige barocke Kamine erhalten. Ende des 18. Jahrhunderts wird in einer Reisebeschreibung ein sehr schöner Garten in Kotzenau erwähnt, der sicherlich im Zusammenhang mit dem barocken Umbau entstand, aber über dessen Gestaltung im Detail wenig bekannt ist. Der aktuelle Film zeigt den heutigen Zustand des Schlosses. Dabei kommt kein Optimismus auf. Viele Schlösser sind zwar zu Schlosshotels umgebaut worden und im alten Glanz erstrahlt, aber leider kann man von diesem wunderbaren Schloss in Kotzenau das nicht behaupten. Der Film und die Kommentare können nur eine Anregung sein, sich mit den schlesischen Schlössern näher zu beschäftigen. Dazu ist das Buch von Arne Frank mit dem Titel Kleine Kulturgeschichte der schlesischen Schlösser eine sehr gute Grundlage. Darin werden auch 150 Adelssitze im Porträt vorgestellt, genaue Informationen gegeben über den Zustand und die Entwicklung nach dem Krieg und nach der sogenannten politischen Wende. Leider hat dieses Schloss keinen Retter gefunden. Glück auf, Heimat Schlesien!